Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Call of Duty Ghosts. Tja, und ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, deswegen drücken wir mal. Ich habe eigentlich sonst so nichts zu erzählen. Kampagne und so. Spiel fortsetzen, ja! Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Wir abgezogen und er als vermisst gemeldet. Aber wieso jagt er Ghosts? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Definiere Freunde für einen Bösewichten. Es sind ein Schar Gläubiger um sich und eine hübsche Frau, die meint, er wäre Best. Aber wo ist Batman? Was? Du stehst direkt neben mir. Auf deinem... Oh, hab ich auch so eine coole Maske an? Was wird hier gefeiert? Man kann nur komplett ranzoomen, okay. So muss ich das machen, okay. Falsches Ziel. Nicht gut. Der Winkel stimmt nicht. Negativ. Warte, bis du ihn von vorn siehst. Hab ihn. Ziel bestätigt. Die Mission beginnt. Bestätigt Scarecrow 6-2 Ende. Warum ballern wir nicht mit der Sniper rein? Oh, hier sind schon krasse Kollegas am Werken. Wir sind hier! Daraus kann ich schon mal für Evakuierung prüfen. Was ist denn jetzt los hier, Alter? Oh, Weisler! Das ist doch mal eine Waffe nach meinem Kaliber. Feuer frei! Er hat doch nicht, wer will noch mal! Hui! 3, 2, 1, 1. Er hat keine Kratzer gemacht? Na, fick dich doch. Sei gesichert, ab nach unten. Nach unten! Hui! Was denn? Wen denn? Der tut doch nix! Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt getötet habe. Boah, die Scheibe müsste doch mal geputzt werden. Sehe keine.
Also ich sehe jetzt keine Feinde hier. Vielleicht hier rüber? Ah! So! Pow! Pow! Wenn er anscheinend der Einzige, der Löcher macht. Oh, das Loch schwebt voll über. Warum sehen die uns nicht? Auf dein Zeichen. Müssen warten, oder? Alter, schub's nicht! Wirklich? Sicher. Und weiter. Wohin denn? Runter! Hui! Boah, seid ihr lahmarschig! Hui! Was war's denn? Diamantenschneider. Anstatt dass er einfach damit reingesprungen ist. Nein. Okay. Los geht's. Wuhu. Third Action. Hacken. Hi. Ich kann nichts hacken. Hier kann ich hacken. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ach, ich kann auch einfach gedrückt halten. Ich muss mal hochladen. Huh, das war knapp. Ich kann nicht schießen. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. ¿Qué? No das más que problema. Warten wir, bis sie noch weg sind, oder was? Okay. Seid ihr weg? Nee, noch nicht. Die sind noch nicht weg, noch nicht. Seid ihr jetzt weg? Ja, jetzt sind sie weg. Wohin? Sicher. Und wieder einkriegen. Jo. Ach du Scheiße. Ups. Wollen wir jetzt runter? Oh! Oh! Das war wohl nicht so gut, ne? Huh? Einer direkt unter dir. Geh über ihn, machen wir das leise. Ausschalten. Ja, es war leise. Hätte ich mit dem Schalldämpfer gemacht, wäre es schneller gegangen. Kann ich das Messer mitnehmen? Das ist voll praktisch. Dran. Natürlich nicht. Die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Ab die Hauptaufzüge im Westflügel. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten. Mir nach. Schneller! Beeil dich!
Jo, weiß ich. Ich hätte warten sollen, bis die Tür zugeht, den erschossen hören. Ich sehe einen fucking Hubschrauber vor uns. Eigentlich eine Granate werfen, aber meiner war natürlich jetzt zu blöd und hat keinen eingepackt. Du hast einen ausgeschaltet, du Affe. Ich vier. Artificiales se ven más arrechos sin luz. Beba, la cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado hoy. ¿Qué coño está pasando? Osha. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Ich muss nachladen. Wow, wie toll sie sich davon erschrecken lassen und sich nicht blenden und... Total toll. Total realistisch, die können trotzdem noch so gut ballern. Wo lang? Da lang. Hä? Muss bestimmt scheiße aussehen, wenn du hier um die Ecke bist, ne? Kommst gerade auf die Ecke zu. Auf einmal guckt die Kuckuck. Auch beschissen. Psst, Herr Wall, du hast was zu fressen gekriegt. Alles klar, ich bin fast im Kontrollraum. Hui. Jetzt? Schöne Ausrichtung. Wo ist ein Hash? Da hinten. Moin, Digga. Was ist los? Schalt den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Jawoll! Mann! Da kommt's. Zeit zum Aufrüsten. Sie haben uns gefunden. Kommt zu euch! Sind die denn? Ach, jetzt hab ich plötzlich Granaten, oder was? Na, leck mich am Arsch. Komm, Arsch lecken jetzt. Wo sind sie denn? Sag mal, hör auf, so viel zu schlucken, du Affe! Verdammte Hacke! Ich spiele nicht gegen Amis! Gib mir deine Ladung, ich sichere den Ausgang. An den Seilen einklinken. Du bist Affenvieh. Einklinken, ich bin hinter dir. Da kommen sie! Moin! Einer hat uns bemerkt. Feinstaub im Gesicht. Feinde im Stockwerk unter uns. Da haben wir wieder diese Scheißlogik. Wenn man nicht ranvisiert, trifft man auch nicht. Das ist so unnötig, Leute. Das macht aber auch jedes Ballerspiel irgendwie falsch.